die neuen Arbeitsformen, ja, und der Name Flexibles. Das soll ich Ihnen hier kurz in den nächsten paar Minuten erklären, was wir da machen. Ganz kurz, was ist oder wer ist Flexibles? 1992 haben wir einen Verein gegründet in Zürich, der sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, und aus der Motivation heraus, wir wollen anders arbeiten. Und das Anders war noch etwas wolkig, aber es war ein ganz klares, starkes Gefühl. So geht es nicht weiter, wie wir uns heute abrackern und wie diese Arbeit heute gestaltet ist. Wir haben auch sehr rasch gemerkt, Arbeit und Geld hat sehr viel zusammen zu tun. Wir haben eine Komplementärwährung gegründet, relativ am Anfang schon, der Flekü. Das war ein Experiment, das einige Jahre gelaufen ist. Dann ging es auch immer darum, eine Projektwiege für gemeinschaftsfördernde Innovationen zu haben. Das war auch ein wichtiges Thema. Eine Fachstelle für Konfliktlösung und Mobbingprävention ist entstanden. Also Konflikte in der heutigen Arbeitsgesellschaft sind relativ wichtig, also dass die gelöst werden. Und ja, neben der Forschung und Entwicklung sind wir auch noch 20 Jahre alt geworden dieses Jahr. Ganz kurz, es gibt eine Geschäftsstelle in Zürich. Wir haben 2 bis 3 Mitarbeitende, also ganz klein, 70 Mitglieder. Wir haben eine Forschungszusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und Partnerschaften, verschiedene Partnerschaften mit verschiedenen Organisationen, wo wir versuchen, eigentlich diese Themen weiter zu entwickeln. Das ist der kurze Werbespot und jetzt zum Inhalt natürlich, was sind neue Arbeitsformen? Die Fragen, die mir hier gestellt worden sind, ich muss die kurz anschauen, warum braucht es eine Flexibilisierung der Arbeit und profitieren davon nicht nur die Arbeitgeber? Also diese Fragen sind eigentlich sehr weit weg von dem, was wir machen. Wir haben nämlich nichts zu tun, also unsere Vorstellung von Arbeitsformen hat nichts zu tun mit heutigen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnissen. Es hat auch nichts zu tun mit einer bloßen Flexibilisierung der Arbeit, sondern es hat wirklich was mit grundlegenden Reformen der gesamten Arbeitsgesellschaft zu tun. Was könnten nun neue Arbeitsformen sein? Ich glaube, ich sage da nichts Neues. Ich habe einfach mal 3 Punkte aufgeführt, die inhaltlich charakterisieren sollen, was wir denn darunter verstehen. Also neue Arbeitsformen heißt eigentlich das zu tun, wozu wir am besten befähigt sind und wo wir am meisten lernen können und womit wir den anderen am meisten nützlich sind. Das wäre eigentlich ein Teil der Arbeit, für das arbeiten wir. Es so zu tun, dass alle einen Platz finden, dass es effizient ist und Spaß macht, und dass die Natur ebenfalls noch was davon hat. Und dass die Arbeit der anderen anerkannt wird, die eigene Arbeit immer wieder kritisch auch hinterfragt wird und dass wir einfach den Blick fürs Ganze nicht verlieren. Also das wäre jetzt wirklich mal ganz, ganz grundlegend die Überlegung, was in welche Richtung neue Arbeitsformen eben gehen. Wie kommen wir dazu? Alte Denkmuster verlassen, das hatten wir heute schon, das ist ein sehr wichtiges Thema. Arbeit ist nicht gleich Erwerbsarbeit, das ist eine künstliche Einschränkung, die wir uns selber auferlegen heute. Neue Arbeitsformen bedingen, dass wir die Wirtschaft ändern, die Wirtschaftsorganisation. Das Betriebssystem unserer Wirtschaft ist das Geld und entsprechend, wenn wir die Wirtschaft ändern wollen, müssen wir das Geldsystem ändern. Mit einem neuen Geldsystem kann zum Beispiel der Rationalisierungserfolg der letzten 100 oder 200 Jahre kann endlich einmal verteilt werden vielleicht auf die Leute, dass wir eigentlich nur noch 2 bis 4 Stunden oder sogar noch weniger sogenannte Erwerbsarbeit leisten müssten. Konkret, ganz kurz noch einen Flash, ja, was heißt jetzt das um Himmels Willen? Also wenn wir jetzt eben ein Tauschsystem haben, wo wir Zeit tauschen miteinander, die einen von Ihnen kennen das vielleicht, dann geht es darum, wir müssen erkennen, was kann ich überhaupt,
welche Angebote möchte ich den anderen machen, welche Bedürfnisse habe ich überhaupt und wie kann ich auch die nachfragen, also wie kann ich da den anderen mitteilen, welche Bedürfnisse ich habe. Und dann geht es eben um den Austausch. Und der Austausch, das wäre eben die Arbeit. Also irgendwo arbeite ich ja dann in dem, dass ich den anderen was gebe oder was bekomme, das wäre dann die Arbeit der anderen. Und wie gesagt, wir müssen immer ein bisschen die Gesamtbuchhaltung im Auge behalten. Das ist klar, dass alle etwas beitragen und dass auch alle etwas erhalten. Noch kurz zum Schluss, drei Haltungen zur Arbeit. Also wir hatten die Haltung, die heute noch vorherrscht. Jeder muss arbeiten, denn ohne Einkommen kann man nicht überleben. Das gibt es leider immer noch, diese Haltung. Dann haben wir eine neuere Haltung. Ich sage vielleicht, was würden wir arbeiten, wenn für unser Einkommen gesorgt wäre? Da kommen wir ja vielleicht dann gleich noch drauf. Und dann gibt es vielleicht noch eine neuere Möglichkeit, dass wir uns fragen, wenn ich merke, dass die anderen dank meinem Arbeitsbeitrag besser für mich sorgen können, geht es mir gut. Ist etwas komplex, aber vielleicht geht es dann trotzdem in die Köpfe mal rein. Gut, vielen Dank.